So, liebe Leute, zurück zum Glück hier bei Minecraft Sommerland. Die Draki und ich wieder am Start. Wie immer nehmen wir jetzt einfach gerade weiter auf. Das heißt, solltet ihr Anmerkungen, Kommentare, Feedback, Fragen geschrieben haben, haben wir sie natürlich noch nicht mitbekommen. Kommt dann in der nächsten Folge. Und vergesst nicht, auf Twitter unter Raute Themenland könnt ihr uns Fragen und Themenwünsche unterbreiten. Unterschlagen. So. Kiste. Ich brauche mal eine schöne Kiste. Gut. Truhe. Ja. Die Truman-Show. So, aus was für Holzbrettern baue ich mein Holz jetzt? Aus was für Holz? Immer Fichte. Aus was für Holzbrettern baust du dein Holz? Aus. Du hast Holz gesagt. Ich habe Haus gesagt. Nein, hast du nicht. Habe ich wohl. So. Kleines Bauernhäuschen hier. Mal so ein paar Truhen hier stehen. Bauen noch ein paar Schilder. Was ist in den Truhen drin? Hier ist drin dann später Lebensmittel. So, dann haben wir hier drin. In dieser Truhe sind Eisenwaren. Und hier hinten. Schreiben wir nicht drauf, was drin ist. Ach, schreiben wir nirgendwo ran. So. Ist ja nur so dekorativ. Und dieser Raum hier ist ganz schön ungenutzt. Können wir auch noch eine Truhe reinstellen. So. Ja, hier so direkt neben der Tür ist irgendwie auch doof platziert. So, ist besser. Genau. Wir können die Leute dann in den Truhen wühlen und können dann bei Tante Depper einkaufen gehen. In Truhen wühlen, bis wir jetzt einen Kram laden. Ja. Bei mir gibt's alles für einen Euro. Cool. Ja. Nee. So. Ja. Was baue ich denn dann eigentlich als nächstes für ein Haus? Ich habe überlegt, ich kann ja hier hinten kann ich ja noch so eine Art Polizeiwache. Wie hat man da eigentlich früher zugesagt? Zur Polizeiwache. Darm? Bitte? Gendarm? Nee, was... Gendarm. Dagi, du bist doch von uns beiden jetzt so eher der belesene Typ. Was sagt man so eigentlich früher? Ich kenne für eine... Also als ältere Bezeichnung für Polizei kenne ich tatsächlich leider... hauptsächlich die Gendarmerie. Gendarmerie? Daher auch der Berliner Gendarmenmarkt. Da war nämlich tatsächlich früher die Gendarmerie untergebracht. Hier, ein bisschen zu Klugscheißern. Blöden Bullen. Auch Licht. Ansonsten kenne ich ja hier den Wachtmeister, ne, mit der Wachstube. Die Wache, Ich überlege mir mal noch was, derweil baue ich mal jetzt hier diesen Weg mal weiter aus. So, hier baue ich dann nämlich gleich noch ein paar Geländer hin. Ferne Länder und Geländer. Und leider diese Birke hier, die muss ich mal eben zu Kleinholz verarbeiten. Die Birke muss weichen. Die Birke muss weichen. So. Ja, die sieht zwar schön aus, aber die wächst hier genau in mein Siedlungsgebiet rein. Ja, da muss sie eben weg. Die Natur. Aber sehr hart. Die arme Natur. Tja. Was pflanzt die sich hier auch an? Och, meine Boote sind schon wieder irgendwo. Ich kotz ab, blöde Hühner. Es sind die Tintenfische. Ja, genau. Du bist auch so ein Tintenfisch.
So. Ein Geländer gibt's nicht, das weiß ich, aber einen Zaun gibt's. So, ein Zäunchen. Jetzt können wir hier zum Beispiel einen Zaun ziehen. Um so ein bisschen auch die Grundstücke abzustecken. Ich muss ja sagen, mir macht das ja schon so Spaß, dieses sehr, sehr kreative Minecraft. Also das ist wirklich schon etwas anderes, sage ich mal. Ja, ich finde es auch eigentlich ganz witzig, jetzt hier mein Säunchen wieder aufzubauen, weil hier gleich die Weide hinkommt. Schon lustig. Also ich finde es auch grundsätzlich eigentlich total angenehm, einfach mal nur so ein bisschen zu bauen. Jetzt hier nicht großartig irgendwie. Nicht, dass ich jetzt Hexit schlecht finde oder so, aber ich finde es halt auch mal eigentlich ganz angenehm, hier mal nicht irgendwie derbe Action mit Dungeons und so weiter zu machen, sondern einfach mal ganz gechillt bauen. Ja, nee, das muss ich auch sagen. Das ist wirklich sehr, sehr schön und da freue ich mich ja auch sehr, dass wir da dabei sein dürfen. Wobei es beim Saraza echt ein bisschen ruhig geworden ist, was was Sommerland angeht. Der ist da ja sehr, sag ich mal, jetzt mit anderen Dingen beschäftigt. Finde ich ein bisschen schade, ganz ehrlich gesagt, weil er ja auch so ein bisschen der Initiator des Ganzen ist. Und ja, mal gucken, ne? Er hat ja letztens noch irgendwie, also hat mir zumindest ein Zuschauer geschrieben, ob es tatsächlich letztendlich wirklich so war, kann man ja nie wissen, aber hat mir ein Zuschauer geschrieben, dass er tatsächlich gesagt haben soll, dass die Sommerlandwelt schon fast fertig ist. Und ich dachte mir nur, also unsere Welt kann er damit jetzt wohl nicht meinen. Die ist ja alles so andere als fertig. Aber bin ich mal gespannt. Zurzeit sind die beiden ja eh gerade fett am Bergsteigen in Nepal, was ich ziemlich geil finde. So. Lohnt sich das hier jetzt einen Zaun hinzuziehen? Oder sieht das dann am Ende nur wieder beknackt aus? Ja, es geht. Es hat auf jeden Fall langsam so den Anschein, als ob wir das hier dann doch recht ernsthaft bebauen wollen. So. Ja, die Polizeiwache wollte ich ja bauen. Die kommt nämlich hier hinten rein. So, ich höre jetzt erstmal dafür nur gerade dieses Gebiet hier aus, weil die Polizeiwache, die wacht ja auch über den Eingang hier zu unserem Gebiet. Zack, zack, hauen wir hier erstmal alles weg. Der Dreck muss weg. So, jetzt können auf meiner Weide hier auch schon die Tiere einziehen. So schnell geht's. Ja, ganz leicht, lässt man die ganzen blöden Hühner da abholen. Die freuen sich schon, wenn du wiederkommst. Kann man ja leider nicht wegholen. Ja, super. Würde sie gerne wegholen, aber es ist halt leider nicht so wie in Harvest Moon, wo man die einfach hochholen kann. Das ist ja lustig, erschaffe Fledermaus. Ich erschaffe meine Fledermaus. Hallo Fledermaus. Ach, ist die süß. Flieg in die Freiheit, kleiner Freund. Ja, nee, was ich jetzt eigentlich machen wollte, waren... Na, natürlich. Ja. Obwohl, ist natürlich auch blöd, dann hier direkt
das Gasthaus neben das Gasthaus neben der Polizeiwache zu bauen. Da fühlt sich ja kein Gast nächtens sicher, wenn er hier neben den Mördern und Dieben da hausen muss. Ich glaube, dann bebaue ich jetzt erstmal nur dieses ganze Gebiet hier mit einem kleinen Durchgang, der dann letztendlich da oben zur verbotenen Tür hinführt. So. Gerade ganz schön voll geworden, meine Weide hier. Aber die verteilen sich ja noch ein bisschen. Unsere Weide mal noch ein bisschen bunt machen, damit die Tiere auch was Hübsches haben. Ja, was tun wir nicht alles für die armen Tierchen? Jetzt gibt es noch ein bisschen Löwenzahn und Mohn, dann können sie sich nämlich gleich noch ein bisschen berauschen. So, hier ist nämlich der verbotene Durchgang in die verbotene Höhle. So. Ah, ich finde das schön, wie hier gerade so ein bisschen unser Dörflein entsteht. Ja, ich auch. Vor allem, dass es eben mal endlich entsteht. Weil den Grundgedanken, hier noch ein Dorf mit hinzubauen, den hatten wir ja tatsächlich schon relativ früh. Aber dann hat sich das halt auch ewig zeitlich nie ergeben. War Ja, wir haben ja auch nochmal. ständig mit dem Dorf, mit unserem Schloss rumgebastelt, ne? Das war ja. Das ja immer noch nicht fertig ist. Da haben wir erstmal gerade ja nur pausiert, da oben War ja quasi. Schaffenspause, obwohl ich in meinen Kommentaren auch schon ganz viele Tipps wieder bekommen habe, was wir noch so alles machen können mit unserem Dorf. Ja. Aber jetzt momentan bin ich eigentlich hier ganz zufrieden mit unserem Dörfchen und unserem Bauernhof. Okay, naja, wenn du Vielleicht mal das. gucken kommen. Ja, tatsächlich gerne. Jetzt erstmal den Wachstubenarbeiten hier überwachen. Wo ist denn deine Wachstube? Es gibt ja. Hast du mir jetzt gerade nicht zugehört? Ich dachte, du hast jetzt doch schon an, hast jetzt langsam mal angefangen. Nee, ich habe gesagt, es ist blöd, das Ding direkt neben dem Hotel zu bauen. Deswegen habe ich mich gerade nur darum gekümmert, dass es jetzt hier quasi einen. Dass das hier hinten diese Fläche anständiger bebaut ist. Jo. Also darum kümmere ich mich jetzt gerade nur. Das ist jetzt eine reine optische Fleißarbeit hier. So. Genau, das ist. Aber wie findest du meine Zäune, die ich hier habe? Warte, ich komme. Und da unten treiben meine Boote. Ja, sehr schick, deine Zäunchen hier. So, dann gucke ich mir mal deinen Bauernhof an. Naja, ist noch nicht ganz fertig, aber. Ist das hier deine Tierstelle? Da oben ist meine Weide. Willst du das Ding komplett nur aus Holz bauen? Das sieht ja ein bisschen doof aus. Ja, habe ich auch schon festgestellt. Ich muss mal gucken, was ich da noch mache. Aber es ist halt ein kleines, armes Bauernhaus, ne? Es hat halt nicht so viel. Vielleicht baue ich noch. Ich baue, glaube ich, ein Strohdach drauf. Das wird lustig. Ja, du kannst doch Bruchstein nehmen, zum Beispiel, anstatt normalen Stein. Das sieht ja auch ein bisschen ärmlicher aus. Dann vielleicht noch ein bisschen bemoosten oder so. Einfach nur, dass du so ein bisschen Konturen drin hast. Ja, nochmal schauen. Jetzt. Komm mit. Ey. Bin an dir dran. Ach, hinten hast du deine ganzen Tiere. Sehr schön. Yes. Wir betreiben Landwirtschaft So, guck, hier geht's nämlich und rein ins Ackerbau. Häuschen. Landwirtschaft und Ackerbau. Ja, ich komme rein. Ich will bloß nicht deine Ernte. Grundstein finde ich jetzt auch ein bisschen unpraktisch. Ja, sieht auch ein bisschen scheiße aus, ne? Ja. Naja. Also sorry, dass ich da so viel rumkritisieren muss. Oh Gott. Aber ja. Also ich würde hier ein paar Dinge noch anders machen. Ein bisschen verzieren. Ich würde einen anderen Boden benutzen. Welchen Boden nehmen wir denn da am besten? Den polierter an, die sieht, das sieht ja auch spannend aus. Ah ja, okay. Das sieht ja auch nicht schlecht aus hier. Was?
gemeißelter Steinziegel. So, und zwar. Nee. Lass den mal für außen den Grundstein, weil ist ja Grundstein. Oh, guck mal hier, der gemeißelte Steinziegel sieht ja auch nicht schlecht aus. Ja. Den könnte ich vielleicht teilweise mal für die Häuser benutzen. Dann wären die nicht in so einem einheitlichen Stil, wobei es eigentlich auch nicht schlecht aussieht. Aber ausprobieren will ich das jetzt dann trotzdem schon mal ganz schnell. Nee, gefällt mir vorher besser. Gefiel mir vorher besser. So. Was sagt eigentlich unsere Aufnahmezeit zu dieser Folge? Glaube 2-3 Minuten haben wir noch. Okay. Ja, also als nächstes kommt bei mir auf jeden Fall hier noch ein Gebäude hin. So, ich will jetzt mal so nach hinten mal vielleicht mal was Schönes bauen, dass das nicht so geradlinig ist. Dann kommt hier noch ein Gebäude. Also ich werde jetzt hier keine belebte Stadt draus machen. Also es kommen jetzt hier ein paar zweckmäßige Gebäude hin. Also Wohnhäuser und so machen wir wahrscheinlich keine. Gibt's hier nicht. Wir wollen hier bloß Industrie und Geschäfte haben. Nee, natürlich nicht, aber das wäre jetzt auch ein bisschen zu aufwendig. Also auf jeden Fall so eine Art Wache kommt hier noch hin. Dann ja, weiß ich nicht, was kann man noch bauen? Schreibt es mir in die Kommentare, was würdet ihr hier noch bauen? Was Bauernhof gehört noch zu unserem Dörfchen? Im Bauernhof haben wir ja schon, den baut da ja gerade die Draki da hinten. Ja, ich baue einen Bauernhof. Mach den Boden einfach aus nasser Schwamm. Yay. Schwamm und nasser Schwamm. Wir sollen mal über Klimaschutz oder Umweltverschmutzung diskutieren. Ja, dafür ist jetzt leider gerade ein bisschen spät in der Aufnahme hier. Ja, ich glaube, das wäre auch nicht so das Thema, oder? Ich weiß nicht, Klimaschutz, Umweltverschmutzung kenne ich mich halt überhaupt nicht aus. Also die üblichen Sachen, aber da bin ich überhaupt nicht im Detail informiert. Wo ist denn der blöde Strohballen hin? Ich muss mal zur nächsten Folge gucken, dass ich meine Ruckler hier mal aus dem Spiel rauskriege. Sind die überhaupt für euch so stark zu sehen? Das könnt ihr mir ja auch mal in die Kommentare schreiben. Ich baue einen Strohboden. Ich schaue mir mal Drakis Strohboden an. Das sieht. So? Nee. Oh. Mach doch einfach auch einen ganz normalen Bruchsteinboden rein. Guck mal, ich mach dir mal. Guck mal, ich kann auch das Stroh so legen, dass es wirklich nach Stroh aussieht, nach oben hin. Nee, das ganz kurz. Ich guck mal, mach das doch so hier, so, also hier so 2-3 Dinger davon mal hin. Und dann so alle paar Blöcke nimmst du einen raus und packst dafür so einen bemoosten rein. Nee, die müssen hier auf dem kalten, bemoosten Boden teilweise hausen. Und den Bruchstein würde ich halt auch so ein bisschen in deine Fassade mit einfließen lassen, weißt du? Ich würde sagen, da wir sowieso hier kurz vor Ende sind, bloß noch 2-3 Minuten haben wir. Was sagt ihr? Stroh? Damit unsere Bauernwesen so ein bisschen weich haben? Oder lieber Bruchstein? Ja, mein Stroh toll. Ja, schreibt's einfach in die Kommentare bei mir oder bei der Draki. Und dann sehen und hören wir uns in der nächsten Ausgabe wieder hier bei Minecraft Sommerland. Die Draker, Schloss Arcadia, die Arkanen und ihr kleines Dörflein drum herum. Mit Tieren. Und Und Ackerbau. Ja. Boah, meine Hühner legen schon fleißig Eier hier. Oh Gott. Hilfe. In diesem Sinne, haut rein. Tschüss.